Hallo und herzlich willkommen zum neuen 14-Tages-Ausblick vom 16. bis 29.10. Ja, wir gehen in die Monatsmitte des Oktobers und befinden uns sozusagen dann schon in den letzten 14 Tagen. Und der Oktober hält auch nochmal für uns Portaltage bereit. Und zwar beginnen die jetzt schon am Montag, also dem 16.10. und ziehen sich bis zum 25.10. Ich erwähne das deshalb, weil wir ja im September, meine ich, schon mal auch wieder einige Portaltage hintereinander hatten. Und der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, körperlich, emotional, vielleicht auch in den Dingen, die um einen herum passieren. Es hat bei sehr vielen nochmal sehr viel aufgewühlt. Es war die Zeit nicht so geradlinig. Manche Dinge wurden nochmal richtig auf den Prüfstand gestellt. Und die Portaltage für manche verlaufen sie relativ ruhig und gleichmäßig und andere spüren die ganz stark. Bei mir ist es so, dass ich am Beginn der Portaltage entweder die ersten Tage oder ein paar Tage davor immer schon ganz intensive Träume zeigen. Vielleicht ist das auch bei dir so. Also bei jedem wird es so ein bisschen anders erlebt und empfunden. Und ich möchte euch das einfach mitteilen, dass ihr wisst, falls die nächsten zwei Wochen beim ein oder anderen vielleicht nochmal hier mehr Energien anstoßen, dass das damit zusammenhängen kann. Aber meistens ist es so, wenn die Portaltage dann vorüber sind, ist das dann auch abgeschlossen und man spürt, wie die Energie leichter wird. Man kann jetzt sagen, dass die einen, die es vielleicht nicht so stark spüren, ihre Hausaufgaben schon ganz gut erledigt haben und dann vielleicht die Energie nicht so ankommen mehr, weil ja da die Sachen schon erledigt wurden. Und bei denen, wo da nochmal durch eine Bewegung durchgehen, die können aber sich auch freuen, weil es immer eine Entwicklungsstufe ist, die man dann danach erreicht und man spürt, man hat jetzt wieder so ein Päckchen abgeworfen und es wird leichter und besser und das ist ja auch wunderbar. Das Schöne ist, dass bei den Portaltagen jedes Mal die Energien etwas anders sind und es auch andere Themen betreffen kann und somit auch nicht vielleicht jeder jedes Mal mehr oder weniger stark berührt wird. Ja, also sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, was das Orakel für uns bereithält. Ich habe wie immer drei Stäbe ermittelt und diese Woche wollte dabei sein. Einmal der blaue, der Sodalit. Ich zeige ihn euch mal. Ich weiß nicht, ob man es über die Ausleuchtung so gut sehen kann. Das ist hier blau. Schönes Dunkelblau. Hier haben wir den Aventurin, das ist auch ein wunderschönes Grün, ein dunkles Grün. Und hier haben wir noch Bernstein, man sieht das vielleicht, so ein braunrot. Und wie immer zum Auswählen setzt du dich am besten bequem hin, sodass du ganz entspannt auch sein kannst, dich vielleicht zurücklehnen kannst oder nach vorne beugen, je nachdem, wie es dir bequem ist. Stelle beide Füße fest auf den Boden, damit du Kontakt hast zu deinem Untergrund und mit Mutter Erde verbunden bist. Und fühle jetzt in deine Fußchakren hinein. Spüre deinen Untergrund, spüre deine Fußsohlen. Und stelle dir vor, wie kleine Wurzeln aus deinen Fußsohlen austreten und dich wunderbar mit Mutter Erde verbinden. Sie schenken dir Halt, sie schenken dir Stärke, Sicherheit und Zuversicht. Es fühlt sich wunderbar an
obwohl du so gehalten wirst, kannst du eine innere Befreiung spüren. Es ist wunderschön, so gehalten zu werden. Wenn du mehr Halt benötigst, dann stelle dir einfach vor, wie die Wurzeln noch kräftiger werden und vielleicht noch mehr austreiben und sich noch fester verbinden. Fühle es so, wie es für dich gut und richtig ist. Und jetzt gehen wir etwas höher, dass du dich selbst spürst. Legst du bitte die rechte oder linke Handfläche oder wenn du magst beide auf dein Herzzentrum, auf deine Brust und fühlst und spürst dich. Spür, wie du schön in dir selbst bist. Friedvoll. Es ist schön, sich zu berühren. Und jetzt lenke deinen Fokus etwas höher auf deine Atmung und stelle dir vor, wie du bei jeder Einatmung Klarheit in dich aufnimmst. Klarheit und Reinheit. Diese Klarheit geht durch deinen ganzen Körper und durch deinen Geist und befreit dich von jeglichen Verwirrungen und Ablenkungen um dich herum. Und bei jeder Ausatmung atmest du alles Störende weg. Alles, was dich ablenken oder stören könnte von deinem jetzigen Selbst. Atme es aus und jede Ausatmung wird begleitet von zwei Engeln, die die Energien mitnehmen an einen sicheren Ort der Transformation. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, du bist ganz bei dir selbst und konzentrierst dich darauf, die Klarheit und Reinheit in dich aufzunehmen. Und du spürst, wie sie sich ausbreitet. Und aus diesem guten Gefühl heraus kannst du jetzt deinen Stab wählen, wo sich dein Orakel verbirgt. Vielleicht hast du schon zu Beginn einen Impuls gespürt, wo dein Orakel darunter ist. Dann bleibe bitte dabei. Deine Intuition hat dich geführt. Wenn du dich jetzt entschieden hast, dann vertraue darauf. Vielleicht war es auch der Kartenstapel darunter, der dich angezogen hat oder ein anderer Gegenstand, wo dir einen Hinweis gab. Alles ist gut und richtig. Und solltest du dich noch nicht entschieden haben, dann atme nochmal ganz bewusst Klarheit ein und alles andere aus. Es ist schön, wenn die Klarheit so in dir ist. Und entscheide dich bitte jetzt. So, ich hoffe, du konntest dein Orakel für die nächsten 14 Tage wählen. Und bevor wir mit der Auflösung beginnen, stelle ich euch wie immer die verwendeten Karten vor, damit du auch weißt, falls du dich für das ein oder andere Deck interessierst, wie es heißt und wo du es finden kannst. Ich schreibe euch auch nochmal unter das Video die Karten auf, da könnt ihr dann nochmal nachlesen. Wer sich hier für diesen wunderschönen Kaltvernebler, den Area Diffusor, interessiert, er macht ein schönes Raumaroma, er befeuchtet die Luft, gerade jetzt in der kalten und es ist auch trockene Jahreszeit, wenn wir heizen, wird die Luft ja trockener. Könnt ihr euch auch gerne melden. Die heutige Ölmischung, die ich gewählt habe, ist Sieves. Das ist eine wunderbare Ölmischung, die sehr schützend ist. Also ich verwende sie auch gerne
in meiner Aura, wenn ich mich in Räumen mit sehr vielen Menschen befinde, einfach um mich energetisch besser abzugrenzen, mache ich hier mir ein paar Tropfen auf die Handflächen und streiche mir damit meine Aura oder halte die Hände fürs Gesicht und mache eine schöne Handinhalation, einfach um diese wunderbaren Energien in mich aufzunehmen. Wenn du da mehr Infos dazu möchtest, kannst du dich sehr gerne auch bei mir melden. So, wir haben dabei, da wir 14 Tage haben, zwei Tarot-Sets. Einmal das hier mit dem blauen Rand und mit dem grünen. Und das ist hier einmal mit dem blauen Rand das Tarotbuch der Schatten, Band 1 von Barbara Moore. Das ist erschienen bei Lo Scarabeo. So schaut die Schachtel aus. Und dann haben wir noch mit dem grünen Rand das Tarotbuch der Schatten, Band 2. Auch von Barbara Moore. Also von Barbara Moore ist das Büchlein, da ist so ein kleines Heftchen drin geschrieben. Die Illustration hat ein Arganiello Pastorello gemacht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Italienisch ist jetzt nicht gerade meine Muttersprache. Ja, also und das ist beides im Lo Scarabeo Verlag erschienen. Also das hier soll mehr die himmlischen Aspekte wie Planeteneinflüsse und so weiter anzeigen. Und das hier so die weltlichen Aspekte. Das zweite ist so mehr ausgelegt so mit Bildern für den täglichen Alltag. Also eine ganz interessante Konstellation. Dann haben wir dabei das Lenormandic Lilac und Cherry Twilight Lenormand von Kuznetsova Fetisova. Und das ist ein russisches Lenormandic. Das ist ein Doppeldeck. Wir hatten das schon öfter dabei. Das sind zwei Kartensets drin. Wunderschöne Karten kriegt man ab und zu mal noch über eBay. Ist halt in Russland sehr verbreitet, hier nicht so einfach zu bekommen. Ab und zu findet man es mal noch. Dann haben wir darunter diese größeren Plauen, die davor blitzen. Haben wir hier noch unsere Engel-Inspiration, das Angel Inspiration Deck von Kim Dreyer. Und das ist im US Games Verlag erschienen. So sieht die Schachtel aus. Auch wunderbare Energiekarten, sehr energiereich die Karten. Ihr werdet sehen, wir hatten sie ja schon hin und wieder dabei. Und zum Schluss gibt es noch einen Öltipp von mir. Und zwar habe ich da wunderbare Karten, hier schaut mal, in so einer Silberschachtel von Brigitte Nolting. Sie hat dieses wunderbare Kartendeck herausgebracht mit wunderbaren Ölmischungen der Young Living Öle. Und da habe ich für jeden noch einen Öltipp gezogen und wir schauen mal, was sich hier zeigt. Hier hat sie wunderbare Ölmischungen reingenommen in dieses Set und das kann man über sie beziehen. Ich werde auch dieses Kartendeck unter dem Video euch hinschreiben, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Dann beginnen wir jetzt mit unseren gemeinsamen Karten, die die Wochenenergie anzeigen. Und hier haben wir auch zwei Karten. Und die erste wird jetzt für die kommende Woche sein und die zweite dann für die Woche darauf. Wobei manchmal, ihr wisst, mit den Zeiten die Energien fließend sind. Es kann auch sein, dass das dann schon ein bisschen früher beginnt oder die Energien ineinander übergehen. Und wir haben hier für die kommende Woche die Karte Shamhain und das bedeutet traditionell der Mond im Tarot. Ja, und das ist eine sehr dunkle Karte. Es stimmt ja, die Sommerzeit ist vorüber, der Herbst ist da, aber wir gehen auch schon langsam in die dunklere Zeit, wir gehen dem Winter immer näher.
Also der Herbst ist ja schon voll da. Und der Mond zeigt immer unsere Sehnsüchte auch an, aber auch unsere inneren Schatten, was uns bewegt, was uns aufwirbelt. Ja, vielleicht auch mal Träume, die einen vielleicht so ein bisschen nachts wach halten, wo man dann sagt, Mensch, das war jetzt mehr schon ein Albtraum als ein schöner Traum. Also auch unsere Ängste können jetzt hochkommen. Und Shamhain ist ja der Tag am Vorabend zu Allerheiligen. Das bedeutet der 31.10., ja, wo wir ja hier Halloween feiern. Und da haben unsere Vorfahren praktisch mehr oder weniger ja, gewusst, dass hier das Tor zur Anderswelt jetzt offen steht. In manchen Kulturen haben die sich an dem Abend vor Allerheiligen, also von dem 1.11., nicht rausgetraut, weil sie gedacht haben, dass sie dann vielleicht sogar von den Untoten oder Toten verfolgt werden. Also da hatten manche Angst. Es ist aber so eine Zeit des Übergangs. Ne? Man merkt, man kommt jetzt hier nochmal an Prüfungen, an Tests, bevor der Wandel, die Veränderung kommen kann. Und das drückt die Karte aus. Es ist eine Zeit des Übergangs. Manches ist noch in der Schwebe, manches ist noch nicht entschieden. Ja? Manches muss noch mal überprüft werden, bevor es losgelassen werden kann oder bevor es Früchte trägt. Ja? Der Mond ist aber schön. Der Mond steht für die Weiblichkeit und für die gute Intuition. Ja, der Mond, auch wenn er im Dunkeln ist, braucht sich im Grunde genommen in seiner Schönheit auch nicht vor der Sonne verstecken. Ne? Das passt auch gut. Der Mond, die Weiblichkeit wird den Frauen zugeordnet. Die Sonne, die Stärke, die Kraft, das Solare, dem Männlichen. Und in der Geschichte ist es ja so, dass wir Frauen ja oft unterdrückt oder uns da hinten anstellen sollten. Aber es ist eigentlich nochmal so ein Hinweis, wir brauchen uns vor unserer eigenen Weiblichkeit, vor unserer Kraft nicht zu verstecken. Auch vor den Schatten, die in uns wohnen, die in jedem Menschen wohnen. Wir sind ja nicht alle perfekt, ne? Das ist einfach so. Jeder von uns hat Aspekte, die nicht so prickelnd sind. Aber wir brauchen uns davor nicht zu fürchten oder davor zu verstecken. Ich mache die Musik hier mal aus. Das ist mir gelungen, ich hoffe. Ja, also wir brauchen uns davor nicht zu verstecken. Und es ist die Zeit des Übergangs und des Wandels. Und es passt auch sehr, sehr gut zu den Portaltagen, die jetzt anstehen, ne? Dass hier vielleicht nochmal Dinge auch getestet werden, geprüft werden, dass wir innerlich, emotional nochmal überprüft werden, wie stark sind wir, wie stark vertrauen wir in uns, ja? Wie stark stehen wir zu unseren Projekten und Aufgaben im Leben, so fühlt sich das für mich an. Wie sehr will ich etwas wirklich haben, wo ich immer gedacht habe, das ist wichtig für mich. All solche Themen können jetzt nochmal in eine Überprüfung kommen. Ja? Und vielleicht ist es für den einen oder anderen wirklich jetzt ganz wichtig, die nächsten 14 Tage, sich das alles nochmal anzuschauen und auch in Hinblick, lies nochmal nach, Thema Shamhain, ne, weil das hier auch draufsteht. Vielleicht bist du auch in der Ritualarbeit tätig, dann kann hier vielleicht das ein oder andere Ritual auch nochmal für dich wichtig sein, das zu nutzen. Es gibt auch besondere Legungen, wenn du Karten legst, die man zu Shamhain auch machen kann, wo nochmal
einen Ausblick geben, zum Beispiel jetzt auf die kommenden 3-4 Monate, auch also Ende des Jahres, das letzte Quartal, was hier vielleicht noch für dich wichtig sein kann. Du kannst auch mal im Internet gucken, also da sind vielleicht auch die ein oder anderen Legetechniken zu finden. Es gibt auch ein Buch, meine ich, von der Frau Guland, wo auch noch mal ganz tolle Legetechniken drin sind. Ich weiß jetzt den Titel gerade nicht auswendig, aber sie hat auch mal ein Buch geschrieben, wo hier schöne Legetechniken gerade für die Jahresfeste drin sind. Ja, dann schauen wir mal auf die nächste Karte, die dann in die zweite Woche geht. Ja, während hier die Energien etwas schwerfälliger sind, träger sind, dunkler sind, aber durchaus sehr wichtig, wird die zweite Woche, also die letzte Oktoberwoche, durchaus frischer. Wir haben hier die 3 der Stäbe und ihr seht es schon an der Farbe. Das ist leuchtend, das ist gelb, das ist frisch, ne? Da ist Kraft drin, da brennen Kerzen, da kommt das Licht zurück. Auch wenn die Tage dunkler werden und wir manchmal so eine Art Kühle empfinden, hat ja die Winterzeit oder die kühlere Zeit, der Herbst, goldene Oktober, ne, auch nochmal manchmal was Schönes. Ne? Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar warme Tage mit, wo wir auch in die Sonne gehen können. Oder jetzt fängt ja die Heizperiode an, der eine oder andere hat vielleicht schon den Kamin an oder zündet auch mal Kerzen an und da kann man sich sehr auch gemütlich, wohlig machen. Die Dame sitzt hier auch mit einer Tasse Tee oder etwas in der Hand. Also, dass wir es uns selbst gut gehen lassen, das ist damit gemeint, auch die Selbstpflege. Und die Stäbe sind das Feuer, das heißt Aufbruch, Bewegung. Der Stillstand wird überwunden, ja. Also die Zeit des Wandels kam hier, aber hier kommt jetzt wieder Bewegung rein, ja. Es wird lichtvoller, es wird wärmer, wir kriegen Inspiration, also auch die Kreativität. Wir können, hier sehen wir einen Postboten, der Post bringt gute Kontakte, Kontaktpflege in dieser Woche, gute Kommunikation mit anderen Menschen, sich austauschen, zu sprechen, zu schreiben und so weiter. Wichtige, schöne Nachrichten können kommen. Auch diese Dreierkonstellation, das können Meetings, geschäftliche Treffen sein, wo sehr produktiv sind, ne? Wo man gemeinsam etwas schaffen und etwas erreichen kann. Also sehr, sehr fruchtbar noch. Die letzte Oktoberwoche, also diese jetzt etwas ruhiger, etwas schwerfälliger, aber wie gesagt sehr wichtig für den inneren Prozess und hier kommt im Außen dann wieder mehr Bewegung rein, mehr Leichtigkeit, mehr Frische und es wird alles besser. Ja, wunderschön die nächsten 2 Wochen, was wir hier so als Gesamtausblick mitbekommen hatten, sehr wichtige Prozesse. Und wir gehen jetzt zum ersten Orakel, wenn du dich hier für den Sodalit entschieden hast, diesen wunderschönen blauen Stab. Ja, und Engel Golemi, der Engel der Geduld, er zeigt sich oft. Ich habe hier echt eine ganze Reihe Stäbe, ich glaube über 20, und ich ziehe die immer mit geschlossenen Augen und er ist immer wieder dabei, der Engel der Geduld. Wie oft werden wir in der Geduld hier gefordert? Und ja, er sagt, geduldig sein. Die Farbe Blau steht ja auch für die Wasserenergie und Wasser ist am Fließen, ne? Und wenn wir in so einen Fluss oder so schauen, sehen wir ja das Wasser fließen, aber wir können ja das Wasser nicht trennen irgendwie, dass wir die einzelnen Elemente sehen, die da fließen. Und so stelle ich mir das auch vor. Es bewegt sich schon immer was, ne? Die Erde bewegt sich ja auch und wir merken es nicht, dass sie sich dreht, ne? Und so will man dir sagen, es dreht sich schon was in deinem Leben, es bewegt sich was. Auch wenn du vielleicht noch keine Früchte siehst oder denkst, du stehst seit Jahrzehnten oder seit vielen Jahren schon still oder seit Monaten und es bewegt sich nicht, sagt man dir, es bewegt sich doch etwas mehr als du denkst und mehr als du gefühlt wahrnehmen kannst. Und jetzt schauen wir mal in deine erste Woche rein.
was du hier für eine Karte kriegst. Und schau mal an, du hast die 3 der Erde. Und die 3 der Erde ist die Münzen. Die Münzen, sehr produktiv, ne? Und auch eine sehr farbenreiche Karte, eine sehr positive Karte, ja? Und man sagt dir, dein Fleiß wird mehr und mehr belohnt. Dein Fleiß darf Früchte tragen, ja? Er trägt Früchte, mit der Geduld vielleicht noch nicht die Früchte, wie du dir es vorstellst. Da die Münzen auch das Finanzielle zeigen, vielleicht noch nicht finanziell das, was du dir vorstellst, aber es trägt Früchte. Das, was du gesät hast, kannst du mehr und mehr ernten. Und man sagt dir, halte durch. Du siehst hier Hummeln, Bienen auf diesem Bild. Ich hoffe, du kannst es erkennen. Und die sind fleißig, das fleißige Völkchen. Die geben auch nicht auf, ne? Die machen immer weiter, auch wenn es manchmal schwer ist. Und man sagt dir, mache deine Arbeit weiter, gehe deinen Weg weiter. Die Früchte werden mehr und mehr zu ernten sein, ja? Bleibe kreativ, bleibe flexibel, mache dir die Welt bunt, ja? Vor allem in dieser Woche, wenn es so ein bisschen schwer wird und so trist wird und wir dazu neigen, die Farbe nicht sehen zu wollen, ne? Manchmal so Schwarz-Weiß-Denkerei, bleibe dabei, dass die Welt bunt und schön ist. Bleibe auf diesem positiven Weg, er wird Früchte tragen. Du legst momentan ein wichtiges Fundament, sagt man dir, das du später ernten kannst. Es ist unter Umständen auch ein finanzielles Fundament, das du dir legst, was du dir jetzt aufbaust. Und wenn es nur Schritt für Schritt ist und du noch viele Schritte vor dir hast, kommt ja mit Engel Golemi die Geduld. Die Dinge, das heißt ja immer, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, ne? Und manchmal dauert der Rombau beim einen ein bisschen länger als beim anderen, aber wenn man stetig dabei bleibt, wird man nachher auch sein Paradies erschaffen. Das ist nämlich ein Paradies hier auf der Karte an Fülle. Es ist wie ein Schlaraffenland, ne? Hier liegen die Früchte und alles ist da, was man benötigt. Und das sagt man dir. Also ein schöner Ausblick für die kommende Woche. Bleibe weiter dran. Und wir schauen in deine zweite Woche hinein. Und da hast du auch eine schöne Karte. Und das ist nämlich die Herrscherin. Die Herrscherin im Tarot. Und die Herrscherin verkörpert auch das Element Erde. Wie schon die Münzen auch. Also Erdung bedeutet nicht nur die eigene Erdung, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden, auf den Tatsachen bleiben, ne, und nicht nur Fantasien haben, sondern dass du die Dinge wirklich umsetzen kannst. Dass sie sich auch zeigen, sei es im Materiellen, dass du dir Dinge auch kaufen kannst, anschaffen kannst, Träume, Ziele und Wünsche auch hier erfüllen kannst. Ja, das ist nicht nur Träume bleiben und wie gesagt auch im Beruflichen, alles was man anfassen, berühren kann, was sich materialisiert hat auf dieser Erde, das ist damit gemeint. Und die Herrscherin steht für die Fruchtbarkeit und Fülle. Also auch hier in deiner zweiten Woche, dir steht wahrlich dieser goldene Oktober noch zur Verfügung diesen Monat, dass du weiter dein Ding machen sollst, dass du fleißig sein darfst, dass die Herrscherin dir zeigt, deine Dinge, die du jetzt tust, werden sich rentieren, werden sich erfüllen. Dein Wachstum ist stetig. Ja, es wird sich immer weiter aufbauen. Was du dabei nicht vernachlässigen solltest, ist dich selbst, deine eigene innere Weiblichkeit, also das Feminine in dir, auch als Mann. Das heißt, fürsorglich und helfend zu bleiben. Das heißt, wenn wir Erfolg haben und erfolgreich werden, nicht überheblich werden oder über andere stärker richten, das passiert ja oft ganz leicht,
wenn uns die Dinge dann so zufliegen, dann vergessen wir vielleicht, wie mühsam es zu Beginn war und denken, ja, das kann ja jeder und sind vielleicht in unserem Sein etwas überheblicher und die Menschen fühlen sich dann verletzt. Und das ist hier auch schön ausgedruckt mit dieser Mütterlichkeit, wie sie die Wunden des Kindes versorgt. Also bleibe auch immer menschlich und fürsorglich anderen gegenüber und trage Fürsorge für dich selbst und andere. Und du wirst mehr und mehr erschaffen können vom Guten, vom Positiven, von der Fülle. Also die Fülle drängt jetzt im Oktober mehr und mehr noch zu dir. Berufliches kann reifen, aber auch im Privatleben können hier Dinge reifen und entstehen. Und das ist hier eine wunderschöne Botschaft für dich für die nächsten 14 Tage. Und wir schauen deine Lenormand-Karten an. Und da bin ich gespannt. Hier haben wir das Buch. Und hier haben wir den Mond. Und hier haben wir die Wolken. Und das ist jetzt spannend nach zwei so kraftvollen, positiven Karten. Zeigt man dir hier, das ist nämlich das auch mit dem Mond, mit dem Grübeln, nicht vertrauen, Albträume haben. Vielleicht traust du der Sache noch nicht. Vielleicht denkst du, Mensch, ich krieg nicht diesen Erfolg, wo ich mir vorstelle, weil hier die Wolken liegen. Die Wolken sind die Ängste. Und das Buch ist das Unbekannte. Also sagt man dir hier, fürchte dich nicht vor dem Unbekannten. Wir wissen alle noch nicht genau, selbst wenn wir Karten legen, können wir nur Tendenzen erkennen. Wir können ja nicht 100% sagen, so und so ist 100% der genaue Ablauf. Ja? Und das bedeutet, habe keine Angst vor dem Unbekannten. Traue dich, auch unbekannte Wege zu erschließen. Sie können wunderbar sein, ne? Also hier bunt und facettenreich. Also habe auch ein Stück weit Mut. Hier ist eine Angst, spürst du hier in dir, weil das ist auch immer so die Nachtseele, ne, die Psyche. Also das heißt, Ängste, die dir auf dem Herzen liegen, wo dich vielleicht lähmen vor deinem eigenen Erfolg. Ja, es sind Ängste in dir, die dich lähmen vor deinem eigenen Erfolg. Und du weißt vielleicht gar nicht richtig, woher die Ängste kommen oder das Gefühl kommt. Oder du weißt es und möchtest aber dieses Kapitel, weil das Buch ist geschlossen und möchtest vielleicht dieses Kapitel nicht anschauen. Sagst, ich verschließe mich davor. Bevor ich mich diesem Thema stelle, schaue ich lieber weg. Und man sagt dir, geh mehr ins Fühlen, geh mehr ins Vertrauen, geh mehr in diese Energie des Wachstums. Gerade wenn ihr jetzt dieses Orakel gewählt habt und sagt, Mensch, bei mir ist aber noch gar nicht so viel Wachstum da, sagt man dir, Mensch, es ist alles da, was du brauchst. Aber irgendwo drehst du dich hier vor dem Erfolg weg oder drehst dich im Kreis oder sabotierst dich hier immer wieder neu und willst dir das nicht anschauen. Ne? Und das ist hier Mond und hier auch nochmal Mond. Wir haben das hier zweimal drin. Und diese Thematik kann auch jetzt in der kommenden Woche nochmal stark aufkommen in dir, bevor du vielleicht dann auch dieses Thema draus zu überwinden, um hier wieder mehr in die Fülle und in die Produktivität zu kommen. Das kann hier gemeint sein, ja. Vertraue auch deiner Intuition, sie ist sehr gut. Etwas lichtet sich für dich. Wenn Wolken sind nicht dauerhaft da, Wolken ziehen auch ab. Und wir sehen hier, dass der Mond die helle Seite berührt. Ne? Also, dass hier die Dunkelheit auch am Verschwinden ist, am Abziehen ist, es lichtet sich für dich, die Dinge werden klarer und vielleicht, wenn die Dinge klarer werden, dann hat man auch nicht so eine Unsicherheit oder auch keine Angst davor und dann traut man sich. Und es kann auch sogar sein, wenn sich die Dinge klären, aufklaren, dass das Buch kein geschlossenes Buch mehr für dich ist, sondern dass du erfahren wirst Dinge, wo vielleicht dich noch gebremst haben oder eine Person oder etwas hat dich im Unwissenden gelassen und jetzt erfährst du, was da los ist. Jetzt kannst du auch richtig handeln. Ja, hier haben wir ja die Handlungsfähigkeit drin. Wenn hier die Handlungsfähigkeit behindert ist, kommt sie dann in der zweiten Woche besser rüber. Also, sehr schön. Und wir schauen uns
deine nächste Karte an, was die Engel hier zeigen. Ja, das ist interessant. Hier haben wir so eine Art Justitia, der Engel. Und die sagt dir, bleibe gerecht, bleibe fair. Das hatten wir ja hier drin, ne, wo ich gesagt hatte, je erfolgreicher wir werden, immer gerecht bleiben, hilfsbereit bleiben, sich nicht über andere erheben. Und diese Engelkarte sagt auch, bleibe gerecht, bleibe fair dir gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Man sagt dir, du hast immer die Wahl. Denke nicht, dass du keine Wahl hast. Nimm Herausforderungen und Entscheidungen, die sich bieten, an. Und wir haben hier auch dieses Schwarz-Weiß ausgedrückt. Man sagt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Sieh die Möglichkeiten dazwischen, ne? Die ganzen Grautöne, die ganzen Facetten. Und das war ja das mit dem Mache dir die Welt bunt. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, gut und böse. Ne? Da könnte man jetzt tausende Beispiele dazu nennen, aber ihr wisst, was ich damit meine. Es gibt unheimlich viele Abstufungen und Facetten dazwischen. Und die sehen wir oft nicht. Und dann werden wir ungerecht oder urteilen vorschnell. Also sich diese Dinge anschauen. Und das wird dir neue Facetten, neue Möglichkeiten eröffnen, wenn du deinen Blickwinkel hier änderst. Und es gibt keine Ausreden, sagt man dir. Alles, wo du dich selber ausbremst, schau dir es mal an, sind sehr viele Ausreden auch dabei. Weil man vielleicht denkt, man schafft es nicht, man kann das nicht, das geht so nicht und so weiter. Ja, das können hier Themen sein, die dahinter stecken, wenn sie dich von deiner Fülle und von deiner eigenen Kraft und Macht, die hier sehr stark ist von der Grundaussage, abhalten. Und das kann dann auch mit diesen Unklarheiten, Ängsten, wo hier manchmal drücken, zusammenhängen. Und da wird sich sehr viel lichten, wenn du dich oder wenn du bereit bist, dich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt kriegst du noch deinen Öltipp für die nächsten 14 Tage. Und da habe ich das Öl Sarah gezogen. Das lese ich dir mal vor. Sarah ist eine Ölmischung, die unterstützt bei der Bearbeitung von traumatischen Erlebnissen. Das Loslassen und Reinigen tiefer emotionaler Wunden kann leichter werden. Eine tiefe innere Entspannung wird möglich. Die positive Affirmation zu diesem Öl, wenn man das jetzt aufträgt, wäre: Ich liebe und akzeptiere mich mit meiner Verletzlichkeit. Ich lasse das Bedürfnis los, meine Gefühle zu unterdrücken und zu verbergen, jetzt und immer. Also, wir hatten ja hier die Emotionen, ne, die nicht angeschaut werden. Also hier geht es darum, wirklich auch diese Emotionen anzunehmen und nicht zu unterdrücken oder davon zu laufen, sich das nicht anschauen zu wollen. Ja? All diese Themen, es geht darum, in deine eigene Kraft, in deine Stärke zu kommen, sowohl emotional als auch beruflich, finanziell, Thema Liebe, alles kann hier gemeint sein, wo hier noch etwas unterdrückt wird, wo man nicht anschauen will. Und da ist Sarah eine wunderbare Ölmischung, die dabei hilft, noch diese Themen auch zu verarbeiten und zu öffnen, kann sie hier wunderschön unterstützen. Hier sind wunderbare Öle drin, wie blauer Rhenfarn, Geranie, Lavendel, Orange, Rose, Weißtanne, Yang Yang, weißer Lotus, also wunderschön. Solltest du Interesse an dieser Ölmischung haben, kannst du dich hier gerne bei mir melden. Ansonsten geht es wirklich um die Themen, wo ich genannt habe, wo du auch schon sehr viel hier an dir noch erlösen kannst. Ich lege das jetzt mal hier, die Karten sind so wunderschön, hier so oben hin und deinen Stab dazu und wünsche dir ja wunderschöne 2 Wochen und würde mich freuen, wenn du in 14 Tagen wieder dabei bist beim nächsten 14-Tages-Ausblick. Danke fürs Zuhören und danke fürs Zuschauen. So, gehen wir nun zum nächsten Orakel, wenn du dich hier für den wunderbaren grünen Aventurin entschieden hast. Der grüne Aventurin
Ihr seht schon, so ein wunderbares Grün. Ist dem Erzengel Jeremiel zugeordnet. Dieser Engel bedeutet auch die Gnade Gottes. Also Gnade kommt jetzt in dein Leben. Es geht um Themen wie Inspiration, Visionen zu haben. Das heißt, dass du dir vielleicht auch traust, Visionen zu haben in deinem Leben, dass du dir mehr zutraust. Es kann auch deine spirituellen Gaben betreffen, dass du vielleicht hellsichtig bist und jetzt auch mehr hier in den Fluss kommt, dass du einfach auch spürst, ja, ich kann meine Gabe annehmen. Und wir haben hier ja wunderschönes Grün drin, also so ein, ja, Raphael hat auch schon ein wunderbares Grün und das ist hier ähnlich und ich spüre hier dieses frische Grün, dass hier etwas erblühen darf, dass hier etwas wie aufgetaut wird, so fühlt es sich für mich an. Und Jeremiel kann auch immer alte Themen aus dem Vorleben betreffen, auch karmischer Natur, ja, dass du vielleicht im Hinblick darauf Visionen hast, Eingebungen hast, wo du auch mit früheren Leben verbinden kannst oder auch mit früheren Erfahrungen, die du in diesem Leben gemacht hast. Dass du vielleicht auch rückblickend irgendwo eine Bilanz ziehen kannst, was bis jetzt in deinem Leben so geschehen ist. Dass du hier Erkenntnisse für dich findest. Und mit der Farbe Grün ist die Energie auch immer sehr, sehr heilsam für dein Inneres. Und jetzt schauen wir uns mal hier für die erste Woche, also für die Woche an, welche Karte hier kommt. Ja, und schau mal, das ist die 8 der Schwerter. Und wer das Tarot kennt, weiß, dass die 8 der Schwerter traditionell ja eine recht brutale Karte ist. Wir sehen ja immer so eine Frau, die da umzingelt ist von Schwertern und dann trägt sie eine Augenbinde und sieht gar nicht, wer sie da so umzingelt. Und hier ist das lieblicher dargestellt. Wir haben sie hier, die Dame, auf einem Lotus sitzen. Und sie wird hier auch von ich sag mal, Luftelementen umzingelt. Und es sieht aber wesentlich friedlicher aus. Wobei die andere Karte irgendwo auch friedlicher ist. Weil es geht immer um Themen, wo wir uns selbst Ketten anlegen. Wo wir uns selbst noch zurückhalten. Und hier sagt man, du wirst nun aufgefordert, besonders jetzt in dieser Woche, dir noch die Themen und Dinge anzuschauen, die du eventuell versuchst, in einen Schatten zu stellen. Wo du nicht hinschauen magst, wo du dir nicht anschauen magst, wo du vielleicht sogar manchmal innerlich davonläufst. Oder Dinge, die du aufgeschoben hast, jetzt die ganze Zeit schon. Und jetzt sagt man dir, guck dir das doch endlich an, es ist doch gar nicht so schlimm. Wenn du es erledigst, wenn du dich dem stellst, dann wird es eine riesen Befreiung sein. Du geißelst und fesselst dich selbst damit. Schau es an. Ja, und man traut sich so oft nicht und die Antwort liegt schon da. Ja, also es ist eine ganz große Chance und man sagt auch, sprenge deine Fesseln, die dich zurückhalten. Es sind eigene Fesseln, es sind oftmals nicht Fesseln von außen. Es kommt, man sieht es hier an dieser spirituellen Haltung, es kommt aus dir selbst. Es ist das Element Luft. Das bedeutet, du kannst auch Klarheit und Reinigung erfahren über das Luftelement, indem du vielleicht nochmal in die Natur gehst, einen Spaziergang machst, frische Luft einatmest, ja, vielleicht auch mal den Wind dir um die Nase wehen lässt, ja. Manchmal sind ja so windige Tage, wenn wir uns gut einpacken und ein bisschen rausgehen, auch sehr erfrischend und befreiend. Also all solche Dinge können jetzt anschauen. Und es kann auch alte Themen, es sind ja oft alte Themen, die hier drin hängen, ne? Diese Rückschau mit Jeremiel, die uns hier noch aufhalten. Und mit dem Grün, man möchte, dass das jetzt geheilt wird, weil es hält dich auf. Und es geht ja darum, dass du vorwärts gehen kannst. Und da das
in dieser Woche, auch denk an die Portaltage, nochmal echt sein kann mit der Transformation. Da muss man jetzt durch und merkt, Mensch, ich gehe jetzt das Thema endlich an. Ich stelle mich dem, dass es vorbei ist. Ich habe keinen Bock mehr, ne, das noch die nächsten Wochen und Monate mit mir rumzutragen, vielleicht sogar schlaflose Nächte deswegen zu verbringen. Also stell dich dem. Ja, also dieser Aspekt wird hier sehr gut in dein Orakel hier mit reingetragen. Und schau mal, was für einen Frieden sie hier findet. Ja, es geht darum, einen Seelenfrieden wieder herzustellen. Und jetzt schauen wir in deine zweite Woche. Schau mal, was passiert, wenn man sich dem stellt. Das ist nämlich die Kraft. Wir sehen die Energie, den Elan da drauf. Wie dieser Mann hier, ja, weiß nicht, läuft er einen Marathon oder was macht ihr hier? Es ist die Kraft, man geht voran. Du wirst in der zweiten Woche, das passt hier echt im übertragenen Sinne so gut, hier die dunkle Karte und hier die kraftvolle Energiekarte mit viel Rot und Hell. Und das ist hier auch so mit der Kraft, es geht voran. Man hat Mut, Vitalität, man hat Lebenslust, man strotzt richtig vor Kraft. Man hat eine gute Energie, man kann losziehen, losgehen, ne? Man kann was reißen, sagt man immer, ne? Also es geht endlich wieder was voran. Und je eher man sich hier diesem Thema stellt, desto besser geht's hier voran. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe meine Hausaufgaben soweit gemacht, mir fällt jetzt nichts ein, gut, dann gibt es hier trotzdem noch etwas, wo du dich zurückhältst. Und hier geht man durch diesen Prozess jetzt in dieser Woche und die zweite Woche im Oktober wird, also diese vierte Woche ist es ja eigentlich, wird jetzt definitiv kraftvoller. Man wird wieder nach vorn gehen, man kann was machen, man kann Dinge noch erledigen, was voranbringen, einen Neustart wagen, was auch immer. Man fühlt sich fit und befreit, ja. Hier in dieser Phase kann auch, wenn man so ein bisschen wirklich nicht weiß, wo anpacken, auch sehr gut eine Meditation helfen, dich innerlich zu zentrieren und auszurichten. Wir sehen hier diese Chakren, ne, drauf abgebildet, um dich auszurichten für eine neue Energie. Vielleicht wird auch durch die Portaltage in dir hier innerlich etwas ausgerichtet, dass du das spüren kannst. Also der ein oder andere spürt da, dass das sich etwas an den Chakren bewegt. Oder du sagst, ich mache mir mal einen Chakrenausgleich oder lass mir den machen. Ne? All solche Themen können hier dahinter stehen. Also sehr interessant und sehr kraftvoll für dich. Jetzt schauen wir mal, ich lege mal diese Wochenkarten ein bisschen hier hoch, dass wir deine Karten hier im Blick haben. Und jetzt schauen wir mal auf deine Lenormand-Karten. Und die Lenormand-Karten haben wir hier die Sense und hier haben wir die Frau, die ältere Frau. Und hier haben wir das Haus abgebildet. Ja, und das ist interessant. Also intuitiv kommt mir hier rein, wenn ich mir das alles angucke, hier ist auch so ein Stillstand und hier mit der Sense, man sagt ja, manchmal ist man sich selbst sein ärgster Feind. Das kommt man mir hier so in den Kopf rein und das bedeutet, stehe dir selbst nicht länger im Weg. Ja, Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge spüre ich hier stark raus und dass man auch Herausforderungen annehmen darf. Trotzdem spüre ich mit dem Haus hier nicht eine riesen Eigeninitiative, sondern möchte das hier unterstützen. In der Ruhe liegt die Kraft. Das heißt, das Haus steht auch manchmal für Meditation. Manchmal ist es wichtiger, dass du dich selbst innerlich richtig ausrichtest und bereit bist, ja, dass Dinge geschehen können. Weil ich sehe hier keine große Aktion, dass man, also hier ist zwar die Aktion drin, dass du losgehen magst, dass du Bock hast loszugehen, dass du was reisen möchtest, dass du die Energie fühlst. Aber ich habe hier nichts drin, wo jetzt sagt, es ist zwingend notwendig, dass du jetzt hier
das und das und das erfüllst, sondern es geht hier mehr um die innere Ausrichtung. Was will ich in meinem Leben? Wo ist meine Richtung? Wie gehe ich es an? Ne? Mehr um die Zielsetzung und das alles in der Stille, weil wir haben hier das Häusliche drin. Ne? Vielleicht ist es auch wichtig, sich mehr um die Familie zu kümmern, um deine eigenen Dinge zu Hause, als immer im Internet zu surfen oder sich um andere Dinge zu bemühen. Also ihr wisst, was ich meine. Da kann mehr Kraft drin stecken, um sich neu auszurichten, als im Außen so viel zu gucken. Es fängt bei dir selbst an. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Ausdruck. Es fängt in dir selbst an, dass sich um dich herum etwas verändern kann. Ja, darum steht dir selbst nicht länger im Weg und Thema Selbstliebe. Es kann auch bedeuten, dass man sich mehr um die Familie kümmern darf, dass die Familie mehr für einen da ist oder dass dein Zuhause, die Gemütlichkeit, einen wichtigeren Stellenwert einnimmt, als vielleicht auszugehen oder sich draußen aufzuhalten. Sich zu Hause schön zu machen, kann momentan wichtiger sein, um in deine Kraft und Stabilität zu kommen, als auf das und das und das festzurennen. Ja? Also solche Dinge. Oder auch, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, ich möchte von zu Hause arbeiten oder so, kann das für dich produktiver sein, als dich im Außen irgendwo zu verzetteln. Dann ist hier die Konstellation mit der Sense auf der Frau gefallen. Da möchte ich noch anmerken, für den einen oder anderen kann es bedeuten, so ein bisschen auf die Zähne zu achten. Ne? Es kann also mal so ein bisschen mit dem Zahn was sein. Und man sollte, wenn so eine Konstellation kommt, auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man so in der Küche mit Messern und Schneidegeräten hantiert, kann man sich leicht mal eine Schnittverletzung holen. Also da ein bisschen Acht geben. Das wäre so noch ein wichtiger Hinweis. Dann schauen wir uns die nächste Karte an. Und zwar hier von den Engeln. Ja, step into the light. Ja, du kommst dem Licht näher. Und im Licht mag ich hier übersetzen, man kommt dem Positiven näher. Dem Licht in sich selbst. Deinem eigenen lichtvollen Zentrum. In dir selbst näher kommen. Man sieht, wie das Licht die Person erreicht, inkludiert, also gerade wenn man sich hier im Dunkeln bewegt hat und jetzt wieder diese Energie spüren mag. Energie kommt zu dir, du fühlst dich kraftvoller, fühlst dich besser ausgerichtet. Ne? Man kann seiner Bestimmung näher kommen. In Jeremiel mit dem Stab geht es auch um die Inspiration. Und Jeremiel führt auch auf deinem Schicksalsweg dich. Ja? Also, dass du jetzt deiner eigentlichen Lebensaufgabe, Lebensbestimmung näher kommst. Ganz wichtig. Und das Licht erreicht dich. Das bedeutet, Unterstützung, Führung, Förderung erreicht dich jetzt viel, viel besser. Du wirst unterstützt, du bekommst deine Führung, wenn du um Führung gebeten hast. Vielleicht hast du auch schon viel meditiert und denkst, boah, das Meditieren bringt mich irgendwie nicht weiter. Ne? Vielleicht hast du mit der Sense das Meditieren auch abgebrochen. Dann wäre es eine Aufforderung, das wieder neu zu starten. Du kommst deiner inneren Führung weiter und bekommst die Förderung, die du brauchst. Und jetzt gucken wir noch deinen Öltipp der Woche an, welches Öl bei dir hier kommt. Ganz stark bei dir kommt das Öl Vergiftnis. Und zwar ist das ein Öl, das heißt also Vergebung. Es geht um das Thema Vergebung. Und Vergebung ist manchmal ganz wichtig in dem Stab drin, um Karma zu lösen. Manchmal tragen wir anderen Leuten noch was nach oder schleppen Sachen aus Vorleben mit. Gut, aus Vorleben wissen wir es als nicht, außer wir haben vielleicht eine Rückführung gemacht oder wir spüren, da ist immer ein Thema mit einer Person. Oft trifft man sich ja in mehreren Leben wieder. Und es geht darum, echt vergeben zu können, mit sich selbst im Reinen zu sein, um dann das Positive besser spüren zu können. Und hier heißt es, ich vergebe allen Menschen und Erfahrungen ehrlich und aus tiefster Seele, vor allem mir selbst, ne? Selbstliebe wieder Thema. Ich vergebe der höchsten Quelle, denn ich weiß, dass alle Erfahrungen
meine Wahl sind. Wunderschön. Hier steht noch, Forgiveness hilft bei der Bearbeitung verletzter Gefühle und negativer Emotionen und unterstützt das Erreichen eines höheren Bewusstseinszustandes. Dies ermöglicht Loslassen und Vergeben. Und es ist eine wunderschöne Ölmischung. Es gibt es auch so hier als Öl. Also falls du dich dafür interessierst, kannst du dich gerne auch melden. Ich lese dir mal noch vor, was da drin ist in dem Öl. Es sind nämlich einige Öle. Das ist die Angelika-Wurzel. Also ganz super. Die verbindet uns ganz hoch oben im Kronenchakra mit der göttlichen Anbindung. Es ist ein Spitzenöl auch für Meditation. Dann ist da noch drin Bergamotte, Geranie, Immortelle, Jasmin, öffnet das Herzzentrum, ist ein ganz wertvolles Öl, Lavendel, Melisse, Palmarosa, römische Kamille, Rose, geht auch total aufs Herz, also die Herzenergie, die Selbstliebe fördern, die Weiblichkeit, Rosenholz, Sandelholz, Weihrauch, auch super Meditationsöl, Yilang Yang. Und Zitrone ist auch sehr, sehr reinigend. Also sind wunderbare Öle drin, auch sehr, sehr wertvolle Öle. Also falls du dich hier für Forgiveness interessierst, kannst du dich gerne melden. Ansonsten, ich habe ja sehr, sehr viele Tipps gegeben, was man auch selbst probieren kann. Ich denke, da kannst du dir einiges für dich rausziehen. Ich lege das jetzt hier auch mal so hin, dass wir hier eine kleine Tischordnung hinkriegen. Und ich danke dir fürs Zuschauen, Zuhören und würde mich freuen, wenn du in 14 Tagen auch wieder Lust hast, dabei zu sein beim nächsten 14-Tages-Ausblick. Bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe für dich. So, gehen wir zum letzten Orakel. Ich hoffe, du hast vorgespult, außer du warst neugierig, was bei den anderen kommt, weil es geht, glaube ich, heute etwas länger. Und wir schauen hier mal in deine Karten rein, was sich hier zeigt, wenn du dich hier für diesen Bernstein entschieden hast. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist so ein braun-rötlicher Stein, der leuchtet in der Sonne. Wunderbar, Bernstein ist ja ein sehr bekannter Stein. Und weil er so Kupfergold leuchtet, ist er hier Erzengel Metatron zugeordnet. Metatron, sagt man ja oft, ist der, ja, so eine Art Boss über den Erzengeln, aber Boss ist vielleicht ein bisschen hart angedrückt, also schon ein höher gestellter Engel. Und er ist der Hüter der Akasha. Die Akasha ist das Lebensbuch, wo der Lebensweg, wichtige Situationen in deinem Leben vermerkt sind. Und es geht darum, auch ähnlich wie hier schon mit Jeremiel, wo dich auch so auf deinen Weg führt, mehr über die Inspiration, ist das hier bei Metatron noch so, ich will nicht sagen krasser, aber vielleicht schon etwas härter. Also hier spüre ich, dass man vielleicht ganz direkt und unverblümt auf den Lebensweg und die Lebenssituation richtig gestoßen wird, ob man will oder nicht. Hier spüre ich viel mehr Druck dahinter, ne? Und es geht darum, jetzt zu erkennen, was ist mein Weg, was ist meine Situation, in der ich drin stecke. Wie konnte ich dahin kommen? Aber vielleicht ist es manchmal gar nicht so wichtig zu wissen, wie kam ich dahin, sondern einfach zu erkennen, okay, das ist die Situation jetzt und ich gehe jetzt damit um. Na? Weil hier spüre ich halt ganz stark raus, es sind wichtige Eckpfeiler in deinem Leben, die sich momentan noch zeigen. Und anscheinend auch wichtige Eckpfeiler jetzt in den nächsten 14 Tagen für dich im Oktober. Kann natürlich mit den Portaltagen und den resultierenden Energien auch zusammenhängen, dass hier jetzt einfach wichtige, ich sehe es wie so Rädchen vor mir, die jetzt ineinander greifen bei dir und dann ein Stück weiter drehen sich auf deiner, ja, Zeitspirale, sowas spüre ich hier raus, wo du dich momentan befindest. Und Metatron hilft dir, dass du dich zurechtfindest. Es kann nämlich sein, dass es sich für dich etwas wie ein Wirrwarr anfühlt. Oder du denkst, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Habe ich es richtig erkannt? Kann ich diesen Weg gehen? Wird das gut für mich werden? Ne? Also all solche Fragen, ich spüre so,
so ein Hin- und Hergerissen sein und manchmal zu denken, ha ja, das klappt ja ganz gut, aber im nächsten Moment zu denken, ist es das wirklich? Also ich spüre diesen Zwiespalt in dir. Ja, aber was kraftvoll ist, da steckt eine unheimliche Energie dahinter, wo du vielleicht auch ein bisschen von oben dich getrieben fühlst und manchmal denkst, ich will aber irgendwie raus. Ich will das nicht so, ne? Aber man möchte dir helfen, dass du es besser erkennen kannst. Und jetzt schauen wir mal in deine erste Karte rein. Ja, die vier Elemente. Und das steht für den Magier. Also die kommende Woche, das ist ja jetzt für diese Woche, ne? Wo jetzt kommt, ab Montag die Karte, steht für den Magier. Und man sagt dir, du hast alle Möglichkeiten. Ups, jetzt ist das ausgegangen. Ich habe hier nur eine Stunde eingestellt. Machen wir mal den Ton auf. Also man sagt dir, du hast alle Möglichkeiten in dir. Und alle Möglichkeiten sind in dir. Nutze sie. Warum nutzt du deine Ressourcen nicht? Du hast viele Ressourcen. Wenn du jetzt denkst, Mensch, ich habe keine Ressourcen oder ich habe die doch schon alle ausgeschöpft. Nein, man sagt dir hier, du nutzt sie nicht vollständig. Und sei offen, deine Ressourcen anzuerkennen. Sprich und rede darüber, was du willst. Rede auch darüber, was du brauchst. Wenn du nicht mit anderen sprechen kannst, dann sprich mit denen da oben, was du brauchst. Und sprich offen, auch darin, was du tun willst, was du sein willst, und tue es, mach es, heißt es hier, die eigenen Talente ehrlich und offen zu leben. Du siehst hier die vier Elemente. Der traditionelle Magier, da liegen alle vier Elemente auf dem Tisch und wir dürfen zugreifen im Fühlen, in den Herzthemen, im Sprechen darüber, unser Intellekt, unser Geist, die Kreativität des Feuers, die Dinge zu tun, voranzutreiben, auch die Dinge wahr werden zu lassen, ist hier das Element Münzen, dass es wahr wird, dass Fülle ins Leben kommt. Fülle, damit meine ich nicht nur finanzielle Fülle, das kann hier sein, Bernstein ist ein super kraftvoller Stein auch für finanzielle Fülle, aber darum geht es nicht allein. Es geht auch um, wenn dir es wichtig ist, eine Familie zu haben, Kinder zu haben, einen Partner zu haben, Geld direkt nicht, aber vielleicht sagst du, ich will ein Haus haben, ein Schiff oder was auch immer hier dein Traum ist. Es geht darum, tu die Dinge, damit sie sich manifestieren können. Der Magier weiß darum, wie er die Hebel in Bewegung setzt, damit sich die Dinge realisieren. Er schafft es, aus Gedankenkraft Dinge entstehen zu lassen. Und man sagt dir hier, du hast diese Power auch, Dinge entstehen und geschehen zu lassen. Wir sind Gottes Geschöpfe. Und Gottes Geschöpfe bedeutet, wir können Dinge erschaffen. Und das tun wir Tag für Tag. Wenn du dir Dinge vorstellst, vornimmst, wir kennen das alle, man stellt sich ein rotes Kleid vor, das man haben möchte und man zieht los und besorgt sich. Jetzt sagen die einen, das habe ich ja nicht erschaffen. Natürlich hast du es erschaffen. Du hast es in deinen Gedanken vorkreiert. Ne? Wenn dir das nicht genügt und du sagst, nee, ich habe es mit Geld bezahlt, aber das Geld hast du auch geschaffen, du hast dafür was getan, du hast dir vorgestellt, dass du einen Job bekommst, wo du Geld verdienen kannst. Nicht alle schaffen das, das zu kreieren, weil sie jedes Mal auf dem Weg des Kreierens daran scheitern. Wir haben die Macht, Dinge zu erschaffen, aber wir sabotieren uns so oft selbst. Ja? Es ist unsere Bestimmung, in Fülle und Freude zu leben. Und darum geht es bei dir diese Woche. Zu erkennen, du hast Schöpferkraft in dir. Du kannst Dinge entstehen lassen. Ja? Manchmal stellen wir uns ja auch Dinge vor, gerade wenn du sagst, ich kaufe das ja, ne? Aber es gibt ja auch so Dinge, da erschaffen wir etwas, stellen sie uns vor, dass wir das gerne hätten und plötzlich kriegen wir es geschenkt und wussten gar nicht, oh, woher weißt du das, dass ich das wollte?
Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr dann etwas bekommen habt oder hast du schon mal erlebt, wo du dir nur vorgestellt hast? Und das ist diese Schöpferkraft. Ja, wir dürfen da mehr dran glauben. Und das ist in der Woche ganz wichtig, deine Talente zu leben. Und wenn du dich davor verschließt, kommt halt mit Metatron die Energie hier rein, man schubst dich. Man schubst dich in die richtigen Ecke und an die richtigen Punkte. Und je mehr du mitgehst, desto sanfter und schöner wird es für dich, als wenn du dich dagegen stellst. Weil es geht um deine Lebensbestimmung, dass du dahin findest. Okay? Jetzt schauen wir mal in deine zweite Woche rein. Bin ich jetzt gespannt, ja? Hier haben wir die 9 der Schwerter. Und schau dir mal die Karte an. Die ist ja voller Power, ne? Und da sitzt eine in der Mitte, die will nichts hören, die will nichts sehen, die will gar nichts wissen. Und das ist die Energie, was ich hier gespürt habe, dass man eben diese Kraft noch nicht voll annimmt. Und wenn man das nämlich nicht tut, ne, dann wird es schwieriger. Und das ist, was die zweite Woche hier ausdrückt. Man kommt eher in Stress, man fühlt sich genervt, man denkt, das ist alles so viel, ne? Und man sagt dir, nimm doch die Sachen positiv an, ne? Wehr dich nicht so viel. Man sagt auch, grübel nicht nur, vielleicht grübelst du zu viel. Wir haben hier in der Schwertkraft, das ist ja das Luftelement, das ist das Kopfige, das Geistige, ne? Und wenn wir ständig drüber nachgrübeln, ist das jetzt der richtige Weg? Soll ich das tun? Kann ich das tun? Dann grübeln wir und grübeln wir und grübeln wir, ne? Hier, und mit dem Schwert verletzen wir uns dann selbst. Aber hier, das ist das mit der Hand, mit dem Feuer, das ist die Energie des Losziehens, Loslassen, es tun, es auszuprobieren. Ja? Und es kann sein, dass du hier zwar spürst, du willst vorangehen, kannst es aber noch nicht umsetzen und dann kommt halt die Phase, wo du merkst, Mensch, nee, jetzt grübel ich und grübel ich, aber man sagt dir, du kannst was dagegen tun, indem du eben deine Zweifel löst, nicht ständig rumgrübelst und dich auch nicht von allem und jedem nerven lässt. Ja, hier kommt nämlich das zarte Nervenkostüm. Und da kann es ganz wichtig sein, in der Woche, wenn dir das alles zu nervig, zu viel, zu stressig, vielleicht reden dich auch noch Leute von der Seite komisch an, ne? Man zieht dir dann in so einer Energie noch mehr davon an, dass du dir einfach eine Auszeit nimmst, dass du sagst, ich gehe jetzt mal aus allem raus und nimm mir mal eine Auszeit, nimm mir mal eine Ruhe, verschaff mir meinen klaren Kopf. Ja, und das kann helfen. Und ruf dir hier Metatron, er wird dir helfen, dass du dich in der Situation besser zurechtfindest. Also ganz wichtige Hinweise. Und ich spüre bei dir die zwei Wochen in einer ganz starken Bewegung und Neuausrichtung. Ja? Und also ich bin sehr gespannt, wenn du dann das nächste Orakel wählst, ist es intuitiv vom Gefühl her wesentlich leichter, ne? Dass da vieles dann abfällt. Aber ich habe dir viele Tipps genannt, was du selber in der Phase schon tun kannst, damit es sich leichter anfühlt. Und jetzt gehen wir zu deinen Lenormand-Karten. Und da schauen wir mal, was die Lenormand-Karten dir hier präsentieren. Schau mal, das ist doch schön. Du hast hier den Hund, eine sehr positive Karte. Du hast hier das Kind und du hast hier noch den Brief dabei. Und das ist eine schöne Konstellation. Also mit Kind und Brief sagt man dir, es kommen neue Nachrichten, es kommen neue Botschaften zu dir, ganz wichtig. Es kommt Neues zu dir und es können sich sogar neue Menschen in deinem Leben ankündigen. Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, einfach Bekannte, ne? Oder dass es einen neuen Kontakt mit einem Bekannten oder Freund geben wird, wo wieder auflebt. Und du siehst, die Karten sind sehr entspannt, ne? Die sind positiv, das sind lauter positive Lenormand-Karten. Das heißt, lebe leichter, lebe freier, nimm die Dinge nicht immer so ernst. Manchmal legen wir jedes Wort, das jemand sagt, jedes Ding, das geschieht, auf eine Goldwaage. Und wir belasten und terrorisieren uns damit selbst.
das, was die Karte hier zeigt, kann auch Autostress ankündigen, dass man sich selbst stresst permanent, dass man alles zu schwer und zu eng sieht. Dabei ist das Leben leicht, es ist gar nicht so schwer. Ne? Und das will man dir hier mit diesen Karten zeigen. Es kann auch sein, dass ein Thema mit deinem Haustier oder einem Tier sehr wichtig wird, wo du Leichtigkeit, Freiheit empfinden kannst und was dir gut tun wird. Ja, das kann hier auch mit gemeint sein. Und wir schauen jetzt mal deine Engelkarte an, was die Engel dir hier noch mitgeben. Ja, und schau mal, da hast du eine unglaublich kraftvolle Karte gekriegt. Die Karte der Klarheit. Es geht hier Klarheit suchen. Ja, Klarheit finden, will ich fast schon sagen. Also du wirst dir über einige Dinge klar werden. Und es geht auch ganz stark um deine eigene in dir wohnende Weisheit, dass du sie nutzt. Wo wir wieder hier beim Thema Nutzen wären, mit dem Magier, dass du deine Kräfte, dass du deine Weisheit auch verwendest. Und mit diesem Schubsen, was ich gesagt habe von Metatron, man wird dir helfen, dass du auch ein Stück weit einsichtiger wirst. Gerade wenn du manchmal innerlich etwas auf stur stellst und vielleicht Dinge noch nicht so annehmen möchtest. Ne? Also ich spüre hier, dass ein starkes Arbeiten auch der himmlischen Mächte an dir stattfindet, wo sie dir helfen möchten, dass sich vieles für dich erleichtert, wo du selbst dir manchmal halt hier so ein bisschen im Wege stehst. Ja? Und es geht hier auch bei dieser Selbstermächtigung, was das ja ist, dass es noch ein Thema gibt, wo du dir selbst oder jemandem anderen noch nicht richtig vergeben hast. Und das möchte jetzt befreit werden. Und du siehst hier im Hintergrund, das ist auch so kupferrot. Siehst du das? Dieses Kupferrot. Das ist Metatron-Energie, die sich hier auch auf dem Bild hier mit abbildet. Da haben wir hier nochmal die Bestätigung, dass es eine sehr kraftvolle Energiekarte, das sieht man auch, wenn man die länger betrachtet. Und jetzt bekommst du auch noch von mir einen Öltipp. Und dein Öltipp ist das Öl Belief. Belief ist der Glaube. Es geht darum, den eigenen Glauben wiederzufinden. Sei es den Glauben an die himmlischen Mächte, sei es den Glauben an dich selbst, an das Leben, was das Leben dir zu bieten hat, was das Leben dir zeigen will. Ne? Manchmal sind wir innerlich verbittert zu uns selbst, weil sich die Dinge noch nicht so zeigen. Und dann werden wir wütend und dann sind wir wütend zu anderen. Und es geht darum, wieder an sich zu glauben, an das Gute zu glauben, an die positive Schöpferkraft zu glauben. Ganz, ganz wichtig. Und hier steht, ich glaube an mein grenzenloses Potenzial und vertraue bedingungslos. Alle Möglichkeiten des Universums stehen mir offen, jetzt und immer. Und hier steht noch, Belief unterstützt uns dabei, unsere unendlichen Möglichkeiten ans Tageslicht zu bringen. Belief stärkt uns den Rücken, sodass wir Gesundheit, Lebenslust und Fröhlichkeit ausleben können. Also wunderschön. Und falls du dich für das Öl interessierst, kannst du dich gerne melden. Ich sage dir auch noch, was hier drin ist. Es enthält Bergamotte, Geranie, Idaho-Balsam, Tanne, wunderbares Öl, Idaho-Blaufichte, passt jetzt auch gut auf die Jahreszeit, Koriander, Weihrauch und Yang-Yang. Also wunderschön. Belief, an sich glauben, ganz wichtiges Thema. Ich lege dir auch deine Karten oben drauf und ich hoffe, du hast hier wichtige Erkenntnisse für dich gefunden. Es hat sich für mich unheimlich wichtig angehört, dieses Orakel. Also es waren alle drei wichtig, aber hier fand ich, waren ganz, ganz wichtige, mächtige Botschaften drin. Und es würde mich total freuen, wenn du Lust hast, auch in 14 Tagen beim nächsten 14-Tages-Ausblick wieder dabei zu sein. Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn das Video mit einem Daumen hoch
versehen wird. Ihr könnt das Video natürlich auch teilen, wenn ihr das möchtet, oder einen Kommentar lassen. Das freut mich natürlich auch, wie es euch gefallen hat, was es euch gebracht hat. Vielleicht auch schon ein kleines Feedback. Sowas bestärkt mich, das hilft mir auch in meinem Weiterkommen. Du kannst auch gerne meine Facebook-Seite besuchen und dort auch ein Gefällt mir lassen. Dann erhältst du nämlich automatisch, auch immer, wenn ich dort was poste, mal ein schriftliches Orakel oder etwas mache oder irgendein neues Angebot oder auch Hinweise hier zu den Ölen, zu sonstigen Sachen, kannst du dort dann automatisch auch bekommen. Oder du kannst dich auch mit mir vernetzen oder austauschen, wenn irgendwas ist. Ja? Also eine gute Zeit, alles Liebe. Ich wünsche uns allen noch einen goldenen Rest Oktober und ich bin schon ganz wahnsinnig gespannt, was wir dann im nächsten Orakel erleben werden, bezüglich dann auch, es geht ja in den November und das ist auch nochmal eine ganz spezielle Energie und Jahreszeit und da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Also alles Liebe, seid herzlich umarmt, eine gute Zeit und bis dahin, eure Dani. Tschüss!